Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute noch die Bücher vorstellen, die im September bei mir eingezogen sind. Und ich verzichte dabei auf diejenigen, die quasi in den ganzen Monaten meiner Reise angekommen sind. Denn die habe ich euch ja natürlich schon gezeigt. Aber darüber hinaus sind einfach auch noch ein paar Bücher bei mir eingezogen. Einerseits, weil ich Geburtstag hatte, andererseits, weil ich selber im Buchladen ein bisschen schwach geworden bin. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bei mir gibt es ganz, ganz viel Bücherliebe und es wird zum Glück nicht so viel, denke ich. Also das Unpacking-Video war definitiv länger. Anfangen möchte ich mit zwei Schätzchen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar war ich im September auch wieder auf meiner ersten Lesung. Und zwar von Melanie Rabe. Die hat hier in Hamburg gelesen. Und ich habe Melanie Rabe das erste Mal 2015 oder 2016 live erlebt, weil ich da Die Falle, ihr Debüt, gelesen habe. Und das fand ich total toll. Dann war ich auf der Lesung und habe mich voll gefreut. Also die Autorin ist mir definitiv keine Unbekannte. Jetzt war sie mit ihrem neuesten Buch Der längste Schlaf hier in Hamburg und hat daraus gelesen und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und das war echt, echt cool. Und ich habe mir schon vor der Lesung vorgenommen, dass ich mir definitiv an dem Tag auch ihren vorigen Roman Die Kunst des Verschwindens kaufen möchte. Und jetzt hat sich's ergeben, dass ein lieber YouTube-Kollege, nämlich der Phil von Philosophie, auch dort war und der hat mit Melanie Rabe ein Interview geführt und ich habe so ein bisschen assistiert, einfach nur, ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht, aber er hat mir als Dankeschön dann dieses Buch geschenkt, weil er auch gesagt hat, das ist sein All-Time-Ever-Überhaupt-Lieblingsbuch. Also nicht nur von der Autorin, sondern generell irgendwie eins seiner Lieblingsbücher. Und das hat mich natürlich mega neugierig gemacht. Deshalb habe ich mich total gefreut, dass er mir das dann geschenkt hat. Ja, also diese beiden Bücher sind neu bei mir eingezogen. Ich freue mich schon sehr aufs Lesen, sind natürlich auch beide signiert. Ich habe von Melanie Rabe bisher ihre vier spannenden Bücher, also ihre Thriller gelesen und auch ihr Sachbuch über die Kreativität. Alles sehr empfehlenswerte Bücher. Daher, ich bin echt gespannt jetzt auf ihre Romane. Habe ich bisher noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt. Und ja, ich werde euch bestimmt berichten, denn ich glaube, ja, ich hatte, wenn ihr da reingeschaut habt, den längsten Schlaf habe ich mir auch vorgenommen, im Oktober jetzt zu lesen. Daher, ja, hoffe, das wird jetzt nicht so lange dauern, bis ich euch davon mehr erzählen kann. Dann ist auch First Down von Grace Riley bei mir eingezogen. Das hatte ich im September schon als E-Book gelesen, weil ich dazu die Leserunde bei Lovely Books moderieren durfte. Und jetzt ist es auch nochmal als Printexemplar bei mir angekommen natürlich. Es ist eine Sports Romance, es dreht sich um Football und ich mag Football als Sport total gerne und ich finde es auch cool, wenn es in Büchern vorkommt, auch als Sports Romance verpackt. Es ist außerdem eine Fake-Dating-Geschichte und der Trope, der gefällt mir auch sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, das Fake vom Fake-Dating geht relativ schnell verloren, weil die beiden Protagonisten merken, dass sie eine sehr, sehr reale Anziehung haben und dass man da gar nicht so viel faken muss. Daher, ja, aber es ist zumindest mal irgendwann am Anfang als Fake-Dating-Geschichte gedacht. Daher, ja, dieses Buch ist auch im September bei mir eingezogen. Ich muss jetzt immer ganz kurz über die Monate nachdenken. Es ist so ein bisschen verschwommen in meinem Gehirn, habe ich gerade das Gefühl. Dann finde ich, ich kann das nicht oft genug zeigen, weil es einfach so wunderschön ist. Dieses Buch war das allererste, was ich mir nach meiner Reiserückkehr nach Deutschland gekauft habe. Da habe ich ehrlich gesagt schon sehr drauf hingefiebert, weil ich tatsächlich unbedingt noch diese gestaltete Ausgabe haben wollte. Denn ich finde es so zauberhaft, wie diese Blütenoptik hier auf dem Schnitt weitergeführt wird. Ja, ich bin eigentlich sonst nicht so ein Farbschnittopfer, aber in dem Fall fand ich das einfach unfassbar gelungen und ich wollte die Autorin auch einfach unterstützen mit meinem Kauf, weil ich ihr unglaublich gerne auf Instagram folge und sie unfassbar sympathisch finde. Daher war es mir wichtig, das Buch zu kaufen. Genau, und wenn es dann noch diese wunderhübsch gestaltete Ausgabe ist, mein Gott, dann ja, ist das irgendwie doppelt cool. Ich freue mich hier sehr aufs Lesen. Ihr solltet euch das Buch vielleicht mal angucken, weil ich habe schon gehört, es ist gar nicht so cozy, wie es vielleicht aussieht. Es soll wohl auch einige Taschentuchmomente bereithalten und davon tatsächlich wohl nicht so wenige. Also ich bin echt gespannt und sehr, sehr neugierig auf dieses Buch. Freue ich mich schon aufs Lesen. Dann ist im September auch das neue Buch, oder ich glaube, es ist jetzt schon nicht mehr ganz so neu, aber zumindest das neueste Buch von Theresa Sporer eingezogen. Es ist wohl eine Mischung aus Bridgerton und griechischer Mythologie und ich finde, das klingt total spannend.
Und ich bin hier auch schon sehr neugierig aufs Lesen. Ich fand die Gestaltung hier ganz hübsch und ich habe auch von der Autorin schon eine ganze Weile nichts mehr gelesen. Ich denke mal, das könnte auf jeden Fall ein Fantasy-Titel sein, der mich wieder ein bisschen abholt. Ich bin ja nicht so die klassische Fantasy-Leserin. Das ist ja alles bei mir immer nur mal mit Ausnahmen. Also ich kenne sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel mehr Fantasy lesen. Ich bin einfach, ja, da nicht so bewandert in diesem Genre, muss ich ehrlich sagen. Daher, ich bin sehr neugierig auf das Buch, weil ich finde die griechische Mythologie einerseits sehr spannend. So geschichtliche Dinge und Hintergründe interessieren mich immer sehr. Und ich bin auch ein großer Fan von Bridgerton. Tatsächlich auch schon vor der Netflix-Serie, die ja sehr erfolgreich ist. Ich habe Bridgerton schon gelesen. Da waren es noch diese ganz, ganz alten Cover von Mira Taschenbuch. Also das ist echt ultra lange her. Aber jetzt gar nicht irgendwie zu sehr hier diese Side-Note quasi, diese kleine Randerzählung. Wichtiger ist ja, dieses Buch ist bei mir eingezogen und ich habe auch schon von einigen von euch gehört, die es gelesen haben und die es sehr gerne mochten. Daher freue ich mich jetzt hier auch sehr aufs Lesen. Dann zeige ich euch nochmal diese beiden Bücher hier. Die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Schwägerin. Freue ich mich sehr drüber. Sie unterstützt meine Bücherliebe mit voller Kraft, was ich total toll finde, weil in meiner Familie gibt es nicht so viele Menschen, die gerne lesen und irgendwie habe ich sie total angesteckt. Das freut mich sehr. Sie hat extra darauf geachtet, von meiner Wunschliste zwei Titel zu wählen, die irgendwie ein bisschen unterschiedlich sind, zwei verschiedene Genres zu wählen. Dieses Buch stand schon super lange auf meiner Wunschliste. Das ist ja New Adult mit sehr viel Sims-Liebe und Eva Leon Menger ist Spannung, wie ihr euch vielleicht vom Cover ja schon denken könnt. Daher auf beide Bücher habe ich mich sehr gefreut. Die standen, ja, die waren schon eine Weile quasi auf meinem Radar. Und übrigens, das hier habe ich auch schon gelesen. Also im nächsten Lesemonat werde ich davon berichten. Ja, und ich freue mich immer sehr, wenn ich Menschen mit meiner Leseliebe anstecken kann. Deshalb freut es mich umso mehr, ja, wenn ich dann diese Bücherliebe auch teilen kann und sogar noch mehr Bücher geschenkt bekomme. Das hat mich echt sehr gefreut. Also das war ein total cooles Geschenk. Und dann hatte mir ja noch mein Mann zum Geburtstag auch einen Ausflug zu Thalia geschenkt. Im letzten Jahr lief das ja folgendermaßen ab. Da hat er mir auch einen Bookrun geschenkt. Das habe ich mir schon ewig mal gewünscht. Also wenn ihr so meine Generation seid, könnt ihr euch vielleicht noch an den Toy Club erinnern früher. Ich glaube Super RTL, wo diese Kinder durch den Spielzeugladen gelaufen sind mit den Einkaufswagen und sie durften sich alles nehmen und oh mein Gott, ich wäre da so gerne dabei gewesen. Jedenfalls so eine Art Bookrun habe ich geschenkt bekommen von ihm. Ich durfte mich erst irgendwie 2-3 Minuten im Buchladen umschauen und dann hatte ich eine gewisse Anzahl Minuten Zeit, ich weiß nicht mehr wie lange, Bücher zu sammeln und alle, die er am Ende auf dem Arm hat, die hat er mir gekauft. Aber das war auch ganz schön stressig. Es hat zwar super viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr stressig und ich war teilweise hart überfordert. Deswegen war es dieses Jahr ein bisschen anders. Er hat mir wieder einen Ausflug zu Thalia geschenkt, oh mein Gott. Und ich durfte mir wieder Bücher aussuchen. Allerdings gab es keine Zeitbeschränkung, sondern ich hatte einfach ein Budget. Also wir haben einfach ein Körbchen genommen und ich habe da Dinge reingelegt und er hat dann einfach mit dem Handy Rechner daneben gestanden und mir immer noch gesagt, was ich jetzt quasi noch offen habe. Das war auch sehr, sehr cool. Dabei sind für mich 10 Bücher rumgekommen. Ich habe die auch schon ganz kurz in diesem Unpacking-Livestream gezeigt, deswegen will ich euch damit jetzt gar nicht zu lange nerven, sondern die noch einmal kurz der Vollständigkeit halber zeigen. Von Brittany Sherry, es fehlt ja offensichtlich das C, das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist tatsächlich durch meinen Mann in den Einkaufskorb gewandert. Er hat das Buch gesehen und so gesagt, boah, das Cover ist voll schön, hast du das schon gelesen? Und ich dann so, nee. Und dann habe ich es mitgenommen. Ich habe schon tatsächlich eine Weile nichts mehr von Brittany Sherry gelesen. Ich weiß gar nicht wieso, denn früher habe ich alles von ihr verschlungen. Ich habe die Autorin auch schon mal live getroffen. Sie ist super lieb. Daher, ja, keine Ahnung. Das ist jetzt hier mein Wiedereinstieg, würde ich sagen. Dann habe ich mir auch Love Unwritten von Lauren Asher mitgenommen. Das ist der zweite Band der Lakefront Billionaires Trilogie. Den ersten habe ich bereits als E-Book gelesen und den möchte ich unbedingt auch noch als Print im Regal haben. Aber ich habe mir jetzt erstmal den zweiten Band gekauft, damit ich weiterlesen kann mit der Reihe. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann habe ich mir Cozy Secrets von Franzi Kopka mitgenommen. Über dieses Buch habe ich mich schon sehr gefreut, denn das stand auch schon seit der Reise auf meiner Wunschliste. Das wollte ich unbedingt lesen, aber halt auch nicht als E-Book, sondern gerne als Print. Und als ich es dann da liegen sah, war es irgendwie klar, das muss ich auch mitnehmen. Von Mark Elsberg habe ich mir Celsius mitgenommen. Das war tatsächlich das allererste Buch, was auf dieser Shoppingtour im Einkaufswagen gelandet ist. Ich hätte mir das schon super gerne auch als Hardcover gekauft, aber da war es mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ich lese sehr gerne so Klimathriller. Daher ist das hier schon lange
auf meinem Radar gewesen. Und jetzt als Taschenbuch wollte ich es einfach mal ausprobieren. Was aber hier irgendwie eine witzige Anekdote ist, ich habe mir das als allererstes Buch genommen, habe das aber irgendwie wieder so ein bisschen verpeilt, dass ich das mitgenommen habe. Und dann war es auch das letzte Buch, was ich eingepackt habe. Aber was irgendwie ein bisschen komisch war, ich habe sogar den Korb nochmal durchsucht, weil ich hatte so irgendwie so ein diffuses Gefühl, dass ich das Buch schon in der Hand hatte. Aber ich habe es im Korb in dem Moment nicht gefunden. Und erst an der Kasse, als mir die Kassiererin so die eingescannten Bücher zugeschoben hat, dachte ich so, hä, die sehen voll gleich aus. Und dann so, oh, können Sie das bitte eins zurücknehmen? Ich habe das doppelt eingepackt. Also das war das erste und dann auch das letzte Buch, was ich mir mitnehmen wollte. Ich glaube, das spricht sehr stark dafür, dass ich es mir kaufen wollte. Dann habe ich auch von Katinka Engel das neueste Buch mitgenommen. Sie ist eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen und natürlich muss ich dann auch ihr neues Buch haben. Es sieht einerseits wunderhübsch aus und andererseits spielt es auch in der Buchwelt. Also das Setting ist ganz voller Bücherliebe, glaube ich. Es spielt, glaube ich, in einem Verlag. Es geht um drei Männer, die einen Verlag haben oder so ähnlich. Ist mir eigentlich auch ganz egal. Es ist von Katinka Engel. Ihr Name steht drauf. Bedeutet, ich kaufe das, ohne zu wissen, worum es geht. Aber ja, die Bücherliebe macht es natürlich jetzt umso begehrenswerter für mich. Denn ich lese unfassbar gerne Bücher, in denen es auch um die Liebe zu Büchern geht. Dann habe ich mir auch das neue Buch oder das nächste Buch dieser Reihe von Caroline Wahl gekauft oder kaufen lassen. Es geht wieder nach Norwegen. Es geht wieder in diese Keksindustrie. Und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Denn Band 2 hat mich schon neugierig gemacht, als ich Band 1 beendet habe, einfach weil das Paar schon ein bisschen angeteasert wurde und ich da einfach sehr, sehr neugierig drauf bin. Also hier freue ich mich auch schon sehr aufs Lesen. Was natürlich auch nicht fehlen durfte, ist von Kira Groh Farbenrauschen. Es geht weiter und ich habe den ersten Band als E-Book gelesen, den mochte ich sehr gerne. Den muss ich mir übrigens auch noch als Print kaufen, der steht auch noch auf meiner Wunschliste. Aber auf dieses Buch freue ich mich jetzt schon sehr, weil ich auch hier das Paar sehr spannend finde. Allein schon, wie die Autorin es angeteasert hat jetzt in der letzten Zeit. Und es sieht doch einfach unglaublich schön aus. Ich liebe diesen Farbverlauf auf dem Cover total. Also das spricht mich sehr an. Daher, hier freue ich mich auch schon aufs Lesen. Dann hatte ich euch, glaube ich, in einem der letzten Neuerscheinungsvideos Nachtfahrt vorgestellt. Das sieht nach einem Thriller aus, der mir gefallen könnte. Und ich fand das Cover einfach so poppig von den Farben. Dann hat es noch diesen gelben Schnitt. Also irgendwie, das knallte richtig auf dem Büchertisch. Und als ich es gesehen habe, dachte ich so, oh, an das Cover erinnerst du dich, das möchtest du lesen. Also hier freue ich mich auch schon sehr auf die Geschichte. Genau, und dann zu guter Letzt hatte ich mir noch von Ursula Poznanski das neue Buch mitgenommen. Ich lese von ihr seit Erebos irgendwie alles oder fast alles. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich wirklich jedes Buch von ihr gelesen habe, aber so ziemlich jedes. Wenn ich mich recht entsinne, mir fehlt auf jeden Fall Die Burg. Das hatte mich irgendjemand, glaube ich, in meinem letzten Video gefragt, ob ich das schon kenne. Nein, das habe ich bisher nicht gelesen. Es steht auf meiner Wunschliste. Ich hatte das danach dann mal geprüft. Also jetzt werde ich erstmal Skandor lesen hoffentlich und dann hoffentlich irgendwann auch Die Burg. Ich muss es mir irgendwann mal kaufen, es steht ja noch auf der Wunschliste. Deswegen ja, freue ich mich jetzt einfach hier drauf. Ich mag die Bücher von ihr sehr. Sie hat einen ganz eigenen Stil, irgendwie Dinge zu beschreiben. Ich bin vor allem mit ihren Jugendbüchern mehr irgendwie verbunden als mit denen für Erwachsene, weil ich kann mich an den Titel nicht mehr erinnern, aber da hatte ich, glaube ich, im letzten Jahr ein Buch, das haben wir im Tolino Buchclub gelesen und das war nicht so meins, ehrlich gesagt. Mit den Jugendbüchern komme ich, habe ich irgendwie mehr Verbundenheit oder die finde ich meistens besser. Daher, ja, ich freue mich hier aufs Lesen. Das müssten jetzt alle Neuzugänge gewesen sein, die ich im September hatte, inklusive natürlich aller Bücher, die irgendwie in den letzten Monaten angekommen sind. Aber das ist jetzt hier für dieses Video nicht so relevant, daher habe ich sie weggelassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Neuzugängen. Es waren ja doch wieder mal ein paar. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches der Bücher, die ich jetzt hier neu bekommen habe, ich unbedingt lesen muss, weil sie euch vielleicht auch schon begeistert haben. Ich freue mich über eure Empfehlungen immer sehr und bin da auch ganz dankbar, denn es ist gar nicht so einfach, sich immer ein neues Buch aussuchen zu müssen, wenn man einfach so viel Auswahl hat. Ich bin auch ein totaler Moodreader. Es entscheidet sich total nach meiner Stimmung, worauf ich gerade Bock habe. Jetzt aktuell freue ich mich auch wieder auf ein bisschen mehr Spannung, weil die dunkle Jahreszeit beginnt. Das ist auch immer ein krasser Faktor, der mich so beim Lesen beeinflusst, wie es irgendwie draußen so ist. Aber ich will mich hier gerade schon wieder nicht so sehr ins Schnaggeln vertiefen. Daher beenden wir das an dieser Stelle. Falls ihr uns noch nicht kennt, ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Instagram und TikTok natürlich unter dem Namen Kielfeder. Mit ganz viel Liebe zu Büchern. Schaut dort gerne auch mal vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, bis bald.